Yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Space Engineers. Ja. Ja, wie ich im letzten Part schon angesprochen habe, ich habe das mal kurz offline, die zwei Reihen noch mal kurz fertiggestellt. Ja, musste ja noch mal das Spiel neu laden. Ihr habt es ja gesehen am Ende des letzten Partes. Oder auch nicht. Naja. Kommt drauf an, wie lange ihr dran geblieben seid. Ansonsten die letzten zwei Minuten des letzten Partes. Könnt ihr ganz genau sehen, was passiert ist. Das Spiel ist mir natürlich mitten, also während der Aufnahme abgestürzt. Ja, sorry, ne? Kaum statt die Aufnahme. Ja, das liegt doch ein bisschen noch mit an der Aufnahme. Sorry. Ja, die zwei Reihen habe ich mal schnell in Space Master gebaut. Ne? Ups, naja, ja, gut klar, ne? Nee, was die zwei Reihen habe ich mal zum Space Master gebaut. Aber ich denke mal, das würde ich mir nicht so drum nehmen, ne? Ich hatte sie ja auch im Space Master mit X gelöscht. Also nimmt sich da nichts. Das. Naja. Okay. Na, jedenfalls, allzu viele Reihen sind das jetzt nicht mehr. Ja, sorry, dass ich es vergessen habe, wieder auszustellen, aber. Trotzdem, ich denke mal, ihr werdet mir das ja wohl nicht übel nehmen, ne? Jetzt so oft Abstürze gehabt und, ne? Ach, ein bisschen gestresst heute. Ich nehme die Folgen ja kurz hintereinander wieder auf. Ne? Habe jetzt mehr oder weniger auch schon so ein bisschen. Ne? Knappe Stunde Memory-Test hinter mir. Um mal die neuen Speicher zu überprüfen, ob die vielleicht so einen kleinen Knack weg haben. Was ja eigentlich nicht sein kann, ne? Na gut, es kann schon sein, ne? Weil die testen das ja normalerweise im Laden, testen die das ja nicht, ob die funktionieren, wenn sie aus der Verpackung kommen oder nicht, ne? Jetzt auch richtig, ja. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder gucken, ob das überhaupt alles so richtig ist. Ne, jedenfalls viele Reihen sind das jetzt nicht mehr. Ah, wirklich, ich bin dann überlegen, wenn wir das Bohrschiff hier fertig haben. Ob wir vielleicht uns mal so an den Alien-Planeten wagen. Ne? Jedenfalls, ich habe halt vor, wenn ich die neue Staffel starte auf den Alien-Planeten, da wird dann alles an sein, was es so gibt, ne? Damit wir auch mal so ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Mal so ein paar Angriffe oder so, ne? Gegen das wir uns dann auch verteidigen müssen, ne? Könnt ihr mal in die Comics schreiben, was ihr davon haltet. Ne? Das Bohrschiff würde ich natürlich in der neuen Welt bauen. Auch bauen. Ne? Aber ja gut, das wird dann halt erstmal ein kleines bisschen dauern, bis ich auch jetzt Materialien dafür zusammen habe. Ja? Naja. Aber den wird es dann in der neuen Welt dann halt auch geben, in der Alien-Welt. Ich habe mir auch überlegt, ob wir in der Alien-Welt komplett ohne Mods spielen, also dann komplett vanilla. Ne? Und dann mal mehr oder weniger alles in groß bauen, auch klein. Naja gut, was heißt alles in groß, können wir ja gar nicht am Anfang. Brauchen wir ja erstmal so ein kleines Schiffchen, damit wir überhaupt erstmal Materialien finden. Ne? Naja. Ja, oder wie gesagt, in der neuen Staffel dann halt wirklich, wie gesagt, alles groß, wenn dann keine Kleinbauteile mehr verbaut. Ne? Und komplett ohne Mods. Naja, muss ich erstmal gucken, ob das sich überhaupt so umsetzen lässt. Ich hab da hinten nichts gemacht. Nicht schon Ende. Ich sollte auch den richtigen Block nehmen. Ja. Okay. Die nächste Reihe fällt der dann nämlich auch weg. Das heißt, da habe ich eigentlich Mist gebaut. Da muss ich dann so einen hinbauen. Und jetzt in der nächsten Reihe fällt der nämlich weg. Und der kommt hin.
gucken. Ja, allzu viele Reihen sind das jetzt nicht mehr. Haben es jetzt bald geschafft. Na, hat ja auch nur ein paar Parts gedauert. Ja, aber jetzt irgendwas Neues anfangen, während das hier dauernd abstürzt und so weiter, habe ich jetzt eigentlich auch keine richtigen Lust mehr. Doch, da eigentlich hingebaut. Ja. Jetzt baut er den schon wieder falsch hier. Naja. Na, also bis jetzt jedenfalls, komischerweise, jetzt auf einmal hält es wieder. Also, eben gerade noch mal 10 Minuten, knapp 10 Minuten, 5, 6 Minuten, sind zwei Reihen da aufgebaut. Ne? So. Na. Nur gehört aufzustottern. Naja. Naja, wegen den Musikstücken hat sich ja auch noch keiner von euch zu Wort gemeldet. Nee, deswegen lasse ich das jetzt auch so. Das ist zum einen sehr viel weniger Arbeit für mich. Ne? Ne? Oder andersrum gesagt, das erspart mir so ein bisschen Arbeit. Jedes Mal die Musikstücke hier einzufügen. Ne? Naja. Ja. Ja, das heißt, der ist auch falsch. Wo kommt denn so einer hin? Ja. Da sind wir. Oh, in der nächsten Reihe. Könnten wir denn schon oben sein? Ja, ich habe das sowieso jetzt schon gesehen. Wir müssen sowieso fliegen, wenn wir die von innen reparieren wollen. Nee. So, das heißt. Der fällt weg. Geht das hier weiter? Ja, dann könnte man in der nächsten Folge eigentlich, oder in den nächsten Folgen, eigentlich dann das Ding hier komplett zuziehen. Und dann wäre wir prinzipiell fertig, ne? Dann kommen nur noch die Hangartore, die Klappen hinten. Ne? Ja gut, ich habe mir noch gedacht, in das Bohrmodul direkt nochmal zwei Triebwerke einbauen, wegen Bremsen. Weil ich habe das jetzt schon gemerkt, wenn das Ding einmal in Gang ist, ne, dann dauert das lange, bis das Ding bremst. Ja gut, ist klar, bei fast 3 Tonnen jetzt ohne die Hangartore, ne, ist das doch schon heftig. Vor allem, wenn das Ding komplett voll ist, ne. Da könnte ich, denke ich mal, auf jeden Fall über 3 Tonnen kommen. 3000 Tonnen. Das fange ich schon wieder an. Wir sind ja mittlerweile schon über 3 Tonnen. Wir sind ja mittlerweile schon bei 3000 Tonnen. 1000 und Tonnen. Ja, ich habe das selber, ich war mir selber nicht mehr so ganz sicher, ne? Ich habe das denn mal umrechnen lassen, wie viel Kilo, wie viel Kilo jetzt bei mir drin ist, also mein Schiff wiegt, und wie viel Kilo das in Tonnen wäre. Wie viel? Das in Tonnen wäre, die Kilo. Gramm. Ja, hat er mir angezeigt, bei den 1000 und was ich da hatte. 1900 und was ich da hatte. Naja, jedenfalls, wir haben schon über 1000 Kilo, 1000 Tonnen. Ich habe ja halt mal die Zahl genauso eingegeben, wie sie hier steht, ne? Wie gesagt, ich gerade sagen wollte, und da hat er mir halt über 1000 Tonnen angezeigt. Das ist schon heftig, ne? Aber die Räder schaffen das auf jeden Fall. Ja, komm schon. So, jetzt ein paar Klamotten hier noch und dann haben wir den Bohrkopf komplett fertig. Also mehr kommt da nicht. Bohrermäßig. Jetzt vielleicht so ein bisschen noch anpassen können, dass es halt so ein bisschen schiefer ist oder so. Nee. So, und das war's. Das wäre mehr oder weniger der ganze Bohrkopf. Nee. Wie gesagt, da ist dann schon die Decke. Hier oben.
Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt. Ich glaube, das Ding ist mir wieder abgekackt. Ja. Ist mir schon wieder abgestürzt. Schönen Dank auch. Ja. Es ist heute eine ganz kurze Folge. Tut mir auch leid. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß, der 3. November-Patch, der war für die Developer-Version. Aber seit dieser Patch erschienen ist, ne, für die Stable kam ja kein, aber für die Developer-Version. Aber seit dieser Patch für die Developer erschienen ist, davor habe ich ja aufgenommen. Davor ist alles vernünftig gelaufen. Davor hatte ich ja die letzten 6 Folgen ja aufgenommen. Die erste Folge dieser Aufnahmeseason, ne? Und die Folgen, ne, die hatte ich ja vor dem 3. November aufgenommen, ne? Und da hat alles ohne Probleme funktioniert. Das Spiel ist mir nicht ein einziges Mal abgestürzt. Da hatte ich meinen neuen RAM schon drinne gehabt. Alles Mögliche, ne? Also ich weiß nicht, was sich bitteschön in der Zeit irgendwie geändert haben soll. Es muss ja dann irgendein Patch für die Stable gekommen sein, der nicht angezeigt wird. Naja, Leute. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ja, gucken, wenn ich das Spiel neu geladen habe, was die schon fertig haben. Wenn nicht, ziehe ich das halt schon mal soweit fertig. Mach den Baukorb jetzt soweit fertig. Ja, dann können wir in den nächsten Folgen anfangen zuzuziehen. Die Wände hochziehen. Ja, und mehr oder weniger das komplette Bohrmodul richtig zumachen bis hinten zur Klappe. Ne? Ja, jedenfalls würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt er jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht. Naja, da könnt ihr jeweils sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den 2 Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.